Ja, hallo, Fokus, please. Hello, friends. Welcome to a new vlog. Heute ist Samstag. Am Montag, Dienstag und Mittwoch schreibe ich Abi und wir haben gerade morgens und ich fahre jetzt zum Bäcker. Wir brauchen unsere Masken. So, ich habe jetzt gerade mit meinen Eltern zusammen gefrühstückt. Es gab einfach Brötchen und Croissant und so, sehr, sehr lecker. Jetzt habe ich mir noch ein Baked Cappuccino gemacht. Diese Tasse ist so krass, guck mal, die ist so groß wie mein Kopf. Und jetzt werde ich ein paar Matheaufgaben machen. Ich habe mir überlegt, dass ich ein bisschen Pflichtteil mache, weil, to be honest, bin ich also wirklich so unmotiviert heute. Es ist auch so ein richtig dunkler Tag, ganz, ganz viel Regen. Aber ich kann nicht gar nichts machen, weil dann kickt mein schlechtes Gewissen richtig, richtig rein. Deswegen einfach das machen, was geht, ne? Ein bisschen was ist besser als gar nichts. Ich sag's euch. Oh, Baby! Hello! Oh, Gottchen, bist du süß oder was? Heute ist so ein unproduktiver Tag. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie, ich kann mich nicht aufraffen. Ich habe zwar schon ein bisschen gemacht, Mathe, aber kaum der Rede wert und ja, ich wollte euch das einfach mal sagen, weil vielleicht schreibt ihr auch bald Abi. Guckt das Video, wenn ihr bald Abi schreibt. Und dann wollte ich euch einfach wissen lassen, dass es normal ist, dass man auch am Ende, wo man sich denkt, dass man die Zeit sehr produktiv nutzen wird, keine Motivation mehr hat, weil das ist bei mir so, einfach die Luft ist draußen, die Motivation ist weg. Ich kann mich nicht richtig aufraffen und ich weiß, so, es sind nur noch wenige Tage und danach musst du nie mehr so viel lernen. Oder natürlich schon beim Studium, aber für eine gewisse Zeit nicht mehr so viel lernen. Aber irgendwie kriege ich es trotzdem nicht hin und liege lieber in meinem Bett. Und es ist okay. Also ich meine, es ist schlecht, aber it's okay, it's fine, so. Deswegen habe ich mich jetzt an mein Video gesetzt und werde schneiden. Und werde einfach versuchen, nachher noch ein bisschen was zu machen. Ein bisschen Französisch zu lesen, ein bisschen Englisch zu lesen. Ja, just to feel better. Aber so richtig funktionieren tut es bei mir auch nicht immer alles. Ich habe jetzt zwei Videos hier geschnitten und meine Nägel lackiert und war am Handy und habe ein Video geguckt und jetzt habe ich mir hier so ein paar Erdbeeren geholt und mir einen leckeren Kaffee gemacht und jetzt werde ich einfach versuchen, ein paar englische Texte lesen, ganz entspannt, weil I can't be bothered, um Mathe zu machen. So, Freunde, ich war heute eher weniger produktiv. Ich habe zumindest ein Video online gestellt und dann war ich noch mit meinem Vater einkaufen und jetzt sitze ich hier wieder und mache Englisch immer noch am gleichen Text wie heute Morgen. Love it, aber es gibt jetzt gerade Essen. Wir haben auch schon. Wir haben 8:30. What the fuck, Alter? Ich habe wirklich den ganzen Tag lang gar nichts gemacht. Ich will nicht mehr. Es gibt Bulgur mit Gemüse. So, der Haussegen hängt mal wieder schief. Es gibt jetzt erst einen Salat. Ein Witz. Cedric macht mir gleich. Und guckst jetzt so böse. Ich hab gesagt, dass der Hauptsegen immer wieder verschiebt. Aber ein Witz. Und Selbstjustiz. Und Friendship. Und Masculinity. Ganz viel. So, jetzt gibt's hier noch Bulgur mit Gemüse und Schafskäse. Winnetou, du nervst ein bisschen. Sehr lecker, Susanne. Und was ist das? Auch der Senf schmeckt gut. Boah, ist die Kamera gut. Guten Morgen, Freunde. Heute ist Sonntag. Ich schreibe morgen mein Englisch-Abi, übermorgen mein Mathe-Abi, übermorgen mein Französisch-Abi. Gerade 6.56 Uhr. Ich bin so, ups, so müde. Ich konnte gestern überhaupt nicht einschlafen. Und ich war gestern sehr, sehr unproduktiv. Und dann lag ich so im Bett und habe mich so schlecht gefühlt. Das ist bei mir total oft so. Ich bin halt so ein Mensch, der gut sein will und der sich selbst den Druck macht. Ich hasse das. Also eigentlich, ich weiß nicht, ob das eine gute oder eine Charaktereigenschaft ist. Ich würde sagen, es ist Fluch und Segen zugleich. Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, morgen früh
wirst du aufstehen und dann wirst du als erstes mal ein bisschen Sport machen. Und dann produktiv sein. Das ist, was ich jetzt machen werde. Oh Gott. So, ich habe mir Sportsachen angezogen. Ich werde zuerst ein bisschen 10 Minutes Morning Stretch machen. Und dann, weiß ich nicht, mal gucken, worauf ich Bock habe. Also mir geht es jetzt auch irgendwie gar nicht darum, irgendwie den Körper krass zu beanspruchen, sondern einfach um den Fakt, mal wieder ein bisschen was zu machen. Dann werde ich auch versuchen, rauszugehen. Kurze Runde spazieren gehen. Ja. Oh, hallo. Guten Morgen, Baby. Oh, how cute. Okay, I'm done. So eine halbe Stunde Sport gemacht. Jetzt werde ich noch kurz spazieren gehen. Ui, wir haben mittlerweile kurz vor 2. Ich habe schon mit meinen Eltern quasi gebruncht und Englisch gelernt heute Morgen als allererstes und dann gerade noch ein bisschen Mathe gemacht. Also heute ist echt ein guter Tag. Musste auch. Aber ja, ich werde jetzt erstmal duschen gehen, dann Kaffee trinken. Bisschen Pause machen und dann mich nochmal in Englisch setzen, because morgen ist es soweit. Took my shower, es hat mega gut und jetzt werde ich mir diese Maske machen, diese Tuchmaske. Ich weiß nicht, ob die gut ist, ich habe sie noch nicht probiert. Ich werde es einfach ausprobieren. Also, sie riecht auf jeden Fall sehr angenehm, aber ich muss jetzt leise sein, ich kann nicht so gut reden. Befreiungsgefühl. Da stand, dass man das Serum einmassieren soll, aber ich bin da immer eigentlich nicht so ein Fan von. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt wirklich auf meine Haut. Ich mache jetzt einen Iced Coffee. Meine Haut. Ich hoffe echt, dass sie nach dem Abend besser wird, aber ich bin relativ zuversichtlich für. Ich habe gerade irgendwie noch Hunger, 2-3 Uhr, also gar keine Uhrzeit, um was zu essen. Aber, aua. Ich mache mir jetzt so einen Wrap, weil den haben wir noch. Ach, diese hier, die habe ich bei Aldi gekauft und dann habe ich so eine Füllung gemacht. Aus Kidneybohnen, Avocado und Schafskäse und dann mache ich da noch Frischkäse drauf. So, und weil ich jetzt morgen mein Englisch-Abi schreibe, habe ich mir hier gerade nochmal so mein Englischzeug genommen. Ich werde jetzt einfach alles nochmal durchgehen und dann noch einen Artikel zu Trump lesen. Weil unsere Lehrerin hat gesagt, sie könnte sich vorstellen, dass Trump drankommt. Also ich meine, die Lehrer wissen es ja auch nicht, ne? Aber ja. Ich habe auch gerade auf Instagram gefragt, was ihr denkt, was drankommen wird. Manche haben gesagt Corona, aber das kann nicht sein, weil die Aufgaben sind ja schon älter. Und manche haben auch gesagt Brexit, aber es war schon 2018 und so. Manche haben auch gesagt Gun Culture, könnte ich mir auch vorstellen, oder Racism insgesamt. Ja. Ich bin so müde gerade. Ich habe heute nur 2 Kaffees getrunken. Ich werde jetzt auch keinen mehr trinken, weil sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen, das weiß ich. Wir haben ziemlich gerade schon 4:45. Naja. Ich habe mir gerade das Abi von 2018 oder so durchgelesen. Das war schon anspruchsvoll, aber es war eigentlich auch okay. Ich finde es voll krass, es war einfach das Abi von meinem Bruder. So voll weird, das zu lesen irgendwie. In Deutsch fand ich das auch voll komisch, das zu lesen. Weil ich weiß noch, er hat dann damals so davon erzählt und... Ja, keine Ahnung, fand ich crazy. Weiß jetzt auch gar nicht, was ich noch machen soll, ehrlich gesagt. Ich werde auf jeden Fall heute Abend den Film gucken, Gran Torino, unser Schnellchen-Thema. Aber sonst, what should I do? Ich könnte mir alles durchlesen, aber ich bin gerade irgendwie ein bisschen faul und müde.
ich habe gerade irgendwie so Bock, was zu essen, aber ich weiß nicht, auf was ich Bock habe. Kennt ihr das? Das ist so richtig unsatisfying, wenn man Bock auf was zu essen hat, aber nicht weiß, auf was. Und ich kann nicht glauben, dass einfach in 2 Tagen alles vorbei ist, beziehungsweise in 3 am Mittwoch. It's gonna be awesome. Ich weiß jetzt, auf was ich Bock habe. Milchreis. Oh, Milchreis ist so lit, wirklich. Geil. Ich habe übrigens Angst, dass ich morgen nach der Prüfung kein Mathe mehr lernen werde. Und das ist auch schlecht, dass ich jetzt wirklich schon direkt übermorgen dann Mathe schreibe, weil da ist halt wirklich überhaupt keine Zeit dazwischen. For me. Ist jetzt auch nicht so die geilste Planung, aber was soll man machen, ne? Ich liebe so Vanillezeug, es schmeckt einfach immer geil. So sieht sie da hammerhart aus. Ihr seid echt klasse. Geil. Lass mal das Gerät. Ja, some Hmong people tend to smile or grin when they're yelled at. It's a cultural thing. Heute ist der Tag. Ich schreibe jetzt gleich mein Englisch-Abitur. Oh Mann. Ich bin froh, wenn morgen Mathe vorbei ist. Schon fertig gemacht. Trage einfach einen Pulli und eine Jogginghose. Ich schreibe heute von 9 bis 12.30 Uhr. Meine Mama macht mir schon Pfannkuchen. Ach, toll. Back at home, 2 out of 2. Morgen kommt der Untergang. Also bei uns fanden eigentlich alle Englisch ganz gut. Ich fand es auch okay. Also die Aufgaben waren auf jeden Fall fair. Das Leseverstehen fand ich ein bisschen anspruchsvoll. Ich weiß ja nicht, ob so meine Sprache perfekt war, die ich jetzt benutzt habe. Also mein Gefühl ist jetzt eigentlich eher so mittelmäßig. Aber ich bin froh, dass es vorbei ist. Boah, jetzt habe ich die Hälfte rum. Crazy, crazy. Heute mache ich noch ein bisschen Mathe und meine Mama macht hier gerade zum Mittagessen nochmal Pfannkuchen mit Kirschen. Delicious. Aber wenn morgen rum ist, ich mir Mathe-Abi geschrieben habe, dann bin ich froh. Ich werde mir jetzt kurz in mein Bett legen und ein YouTube-Video gucken. Ich hoffe, ich finde eins. In letzter Zeit finde ich irgendwie keine Videos mehr auf YouTube, die mich interessieren. I don't know what's going on, aber irgendwie ist ein bisschen mau. Und dann werde ich mich nochmal in Mathe setzen. Fun! Oh Mann, ey. Baby boy. Uff, Freunde, ich bin gerade noch so ein bisschen am einfach Sachen durchgehen, ein paar Aufgaben noch rechnen, dies und das, aber ich gucke jetzt erstmal ein YouTube-Video und irgendwie, ich hatte schon die ganze Zeit so die Hoffnung, dass ich halt im Mathe-Abi so 9, 10 Punkte schaffe, also irgendwie, ja, ich wollte das schon schaffen, aber ich habe so realisiert, ganz ehrlich, ich war nie gut in Mathe. Ich war immer so mittel, also ich bin nicht komplett schlecht, das ist keine Katastrophe oder so, aber es kam halt auch schon vor, dass ich 6 Punkte geschrieben habe und so. Und dann dachte ich mir so, warum solltest du jetzt im Abi plötzlich so viel besser sein? Also ich meine, klar, hätte ich krank viel gelernt, könnte ich mit allen Aufgabentypen jetzt umgehen, ist es möglich durch sehr viel Üben. Aber ich habe schon viel geübt, ich habe viel gemacht, ich glaube, ich bin ein bisschen falsch an die Sache rangegangen, rede ich aber in meinem Abi-Review-Video drüber. Aber es ist total unwahrscheinlich, dass ich jetzt plötzlich einfach im Abi besser sein werde, als ich die ganze Zeit war. Und irgendwie, das ist so eine Illusion. Ich habe gerade realisiert, dass es halt einfach nicht so sein wird. Und wisst ihr, das ist auch okay. Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Ich bin halt nicht so gut in Mathe und das ist auch okay. Und selbst wenn mir das meinen ganzen Schnitt verkackt, es ist so, ich wohne in Baden-Württemberg, ich muss dieses Abi schreiben. Und auch wenn es nicht so gut ist, ist es okay. Ich muss mich da jetzt nicht so unter Druck setzen. Und wisst ihr, so einen Tag vorher, da könnt ihr es eh nicht ändern. Wenn ihr jetzt nicht dementsprechend vorbereitet seid, dann werdet ihr es auch nicht jetzt noch hinkriegen. Also so sehe ich das halt. Klar, man kann jetzt noch irgendwie was hier in den Kopf ballern, aber ich halte da ehrlich gesagt nichts von und genau, wollte euch nur so meine Thoughts vor dem Mathe-Abi teilen. Ich habe schon Angst, aber it is what it is und es wird so sein, wie es sein wird. Ne? Ja.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann ich das letzte Mal gevloggt habe, because I'm not doing great. Ah! Ich schreibe gleich mein Mathe-Abi und ich kann nicht warten, bis es vorbei ist. Und es ist so crazy, dass heute ist. Was ist denn mit dem Fokus los? Hallo? Ups, ich hatte meine Kamera auf was ganz Komisches eingestellt. Hätte ich auch mal selber drauf kommen können. Naja. Auf jeden Fall haben wir gerade 6.50 Uhr. Jetzt geht's. Werde ich mich fertig machen. Ich habe noch viel Zeit, aber ich will mir nochmal meine Zusammenfassung durchlesen. Ja. Ja, Leute, heute werde ich mein Mathe-Abitur schreiben. Jetzt gerade genau 7. Ich fahre erst um 7:45 los oder 7:20, so wie immer eigentlich. Weil um 9 Uhr die Prüfung anfängt und irgendwie, ja, ich bin aufgeregt, aber ich bin nicht so aufgeregt wie vor den anderen Prüfungen, weil bei Mathe ist es halt schon klarer, was einen erwartet, so. Und in Mathe habe ich nicht so hohe Ansprüche wie in den anderen Fächern an mich. Und es ist auch so, dass wenn Mathe vorbei ist, I'm gonna be really, really happy. Ich werde so glücklich sein. Und dann irgendjemand, der jetzt einen dummen Kommentar schreiben will, nein, ich kann keinen Satz ohne Anglizismus raushauen. Und wisst ihr, was ich so crazy finde? Heute Mathe, morgen Französisch, übermorgen 18. Like, what? 18? So, really? Ich meine, ich will zwar nicht 18 werden, weil ich finde, 17 ist so ein schönes Alter. Allein schon, wie die Zahl aussieht, wie sie klingt, was man mit 17 assoziiert. Oh, ich finde 17 so toll und 18 ist dann so, weißt du, wenn man sagt, man ist 18, dann denken andere Leute, du bist erwachsen, aber so, nein, man ist immer noch ein Kind, mentally. Die Zeit ist schon verrückt und ich bin so unter Dauerdruck, dass ich gar nicht realisiere, dass halt auch noch so mein Geburtstag ist, aber ja, still kinda excited. Und ich werde jetzt runtergehen, meine Mama mit mir Breakfast machen. Ich finde das so süß, dass sie das immer macht. Und wenn ich meine Tasche packe, mir nochmal meine Zusammenfassung durchlesen. And I'm gonna rock this shit. Mathe-Abi einfach so, what? Wow. Wow, wow, wow. Lex, ignore the mess in my room. Ich werde euch mein Outfit zeigen. Ich trage so einen lila, roten Champion-Hoodie und eine Leggings von Oceans Apart. Ich mag die richtig gerne, die sind so gemütlich. Und darunter trage ich noch ein... Habe ich jetzt ein T-Shirt oder einen Top angezogen? So ein kurzärmliches T-Shirt von Chiquette angezogen, so ein schwarzes mit so einer Knopfleiste. Falls es mir zu warm wird. Und ich muss noch meine Kopfhörer laden. Zu warm. I'm not ready. Aber ich bin so froh, wenn es vorbei ist. Oh my fucking God, I can't wait. Zeig das andere an. Auf so. Du bist so bescheuert. Ach, der hat gegessen, Alter, die ganze Zeit. Ja, wenn du nichts machst. Your girl's back und ich muss ganz ehrlich sagen, also Mathe, ich meine, ich habe es auch so erwartet, ne? Das mache ich mir vor, aber es war wirklich mit Abstand bisher die schlechteste Prüfung und es war mit Sicherheit jetzt nicht, keine Glanzleistung, die ich da vollbracht habe. Ich bin trotzdem froh, dass es vorbei ist und ich bin so fertig. Ich fand es so anstrengend, diese Prüfung, wirklich. Ich mache jetzt erstmal einen Mittagsschlaf, also das ist ja wohl sicher, ne? Ich werde jetzt noch ein bisschen Französisch lernen. Also ich lese mir da mal wieder ein paar Texte im Starkbuch durch. Gehe nochmal meine Zusammenfassung durch. Und ja, ich hole mir jetzt was zu sippen. Oh, lecker. Watermelon. Watermelon Sugar. Hi. Ich hätte was in Melone. So geil. Mm. This is what I'm gonna drink now. Whatever. Delicious. Ah, ich wollte mein Ding ans Laptop holen. Hey, lol. Last one today. Ich schreibe heute mein Französisch-Abi. Ja, ich habe irgendwie die letzten Tage echt nicht viel gevloggt, weil
Ihr könnt euch das nicht vorstellen, also ich habe das total unterschätzt, aber ich finde, nach diesen Prüfungen ist man so am Arsch, also ich kann danach wirklich immer gar nichts mehr machen. Dann habe ich irgendwie noch den Eindruck, dass ich jetzt noch lernen müsste, weil ja morgen nächste ansteht. So diese 3 Prüfungen auf 3 Tage hintereinander zu legen, war jetzt ehrlich gesagt echt nicht so die geilste Idee, die die je hatten, aber ich bin jetzt froh, wenn es einfach vorbei ist. Und dann werde ich halt einfach morgen 18. Mein letzter Tag as a 17-year-old. Ich verbringe ihn mit meinem Französisch-Abi. Nice. Aber genau, was wollte ich sagen? Ich habe mir heute Morgen im Bett alles durchgelesen. Ich werde jetzt runtergehen, mir Kaffee machen, Sachen packen und so weiter. Ich bin irgendwie überhaupt nicht aufgeregt gerade. Das Schlimmste ist jetzt eh vorbei und war halt scheiße. Breaky. I freaking did it! Woo! Ja, Mann. Französisch ist jetzt auch vorbei. Und ich muss sagen, ich fand das Leseverstehen und die Analyse echt nicht so geil. Aber die Redaktion ging eigentlich klar. Ich bin einfach nur so froh, dass es vorbei ist. Und morgen werde ich einfach 18. Crazy. Aber ja, ich werde jetzt mit meinen Eltern essen. Heute Abend gehen wir auch essen. Und ich werde dann einen neuen Vlog starten, so einen Birthday-Vlog. Deswegen, ja, ich wollte jetzt an dieser Stelle auch den Vlog beenden. Er war wahrscheinlich gar nicht so lang. Ich war irgendwie überfordert mit Film und Lernen und allem. Was keine Stress out, aber ja, ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert, folgen, Instagram, Daumen nach oben. Bye!